Barry, are you all right? I'm good, Al. I'm great. Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Ist leider in Ordnung. Oh nein, oh nein. Also irgendwie hält das Prinzip dieses Ausweichsystems leider noch nicht so ganz verstanden. Oh Scheiße. Da attack mich aber wirklich alles. Aua. Ja, also die ganze Scheiße wird hier immer schwieriger und immer mehr von dieser Scheiße kommt hier an. Okay, also ich laufe auf dem Schiff, weil das Ding auf mich zukommt. Das scheint zu funktionieren. Ich bin auch immer so das Bäume im Hof. To destroy them to get through. Sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Oh God. Ah!
Okay, jetzt bekomme ich aber eine Message nach der anderen. So, weiter geht's. Driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Das ist echt krass. Und schon wieder haben wir das gleiche Szenario. Ich bin wieder hier am Wegrennen. Vor irgendwas und muss wieder an einen ganz bestimmten Punkt gelangen. Und es ist wieder das gleiche und... Ich weiß nicht, es ist irgendwie immer das gleiche, es ist mehr so eine Story, die erzählt wird, und zwischendurch muss ich halt einfach rennen. Es ist... The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. So, noch einmal kurz zurückschreiben. Weiter geht's. Oh, Licht. Sehr helles Licht. To deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. So, da haben wir's. Schauen wir das hier nochmal an. Jetzt haben wir hier den Checkpoint deaktiviert. Und ja, ich weiß nicht, es ist wieder halt wie gesagt schon das gleiche immer wieder. Also anfänglich macht es wirklich Spaß und es ist wirklich ein schönes Game, auch vom Aussehen her, von der Performance her ist es super optimiert. Aber es ist halt wirklich immer das Gleiche und auch das jetzt, das hatten wir schon 3000 Mal vorher. Und jetzt bin ich tot. Ja, es ist halt wie gesagt immer wieder das gleiche. Und es wird es halt nur einfach schwerer, weil dann kriege ich mal keine Waffe, dann kriege ich mal keine Taschenlampe und... Aber grundsätzlich machen wir das gleiche wie die 300 anderen Kapitel vorher auch, gefühlten 300. Wir laufen einfach. Wir laufen die ganze Zeit und naja. Ja, weiterlaufen. Da haben wir schon wieder einen Feind. Das sehen wir dieses Mal auch. Kann ich hier einfach hinten an sich zurückhalten, wenn er wegrennt. Das ist ja kein Problem. Ich bin nur da unten drin. Jetzt muss ich nur drauf halten. Wir rennen. Da hinten haben wir schon den nächsten Checkpoint. Den müssen wir nicht mehr weiter. Nach müssen. Ja, das ist ein bisschen kurz.
aufhalten. Jetzt mit meiner Pyrotechnik ein bisschen zurückgehen. Sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny! You're not! Please! What are you? What are you? No! Don't! I'm sorry! Also ich glaube, wenn ich hier erst ein paar Sachen mitnehme und dann gucke, was jetzt gerade los ist. Oh ja, das war so aus, als ob das wirklich realistisch ist. Oh nein. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Okay. I think that's what I was thinking. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to. The story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes. Cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Ja, das ist Let me guess. Danny, huh? The front door was locked. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Okay. Das ist ein Pfeil. Wir schauen mal das Skript. Hinten weiter rennt. Komm, hier finden wir hier noch was. Oh Gott, warum lass ich es nicht überleben? Nee, hinten ist nichts mehr. Hier weitergehen. Mit dem coolen Car hier lang fahren.
Da ist noch so ein scheiß Kaffeescheiß. Ich weiß immer noch nicht, was es mir bringt. Scheint mir irgendwas zu bringen. Boah, nicht die Welle davon aus, sondern... Oh Gott, hier ist aber sehr viel tödliches Cover. Da ist zum Beispiel mein anderes Auto. Wie soll ich reingehen? Scheint ja aber ganz gut drin zu sein. Revolver Ammo. Flashbangs. Ah, oh, das ist schon mal cool. Zum Beispiel nicht gekriegt, wenn ich entlang gelaufen wäre, aber hier oben ist jetzt wirklich nichts mehr. Dadurch? Nein. Batteries sind ja noch. Batteries? Nein, was? Nein. Ein Snack. Und dann können wir mit dem Auto hier weiterfahren, weil es scheint mir doch eher geländegängiger zu sein. Dann fahren wir hier hoch. Nein, was so? Gerade ein Lob gekriegt von TeamSpeak zu sein. As I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming. Ah, oh. Ich dachte, ich bin zu blöd zum Linien. Boys at the weather service reckon it'll last until morning. At the very least. Eine Treppe runter. Ich will wieder in unseren Geländewagen, beziehungsweise hier vorne haben wir jetzt auch so ein schnelleres Auto. Mal gucken. Oh ja, das war doch wohl klar, oder? Ist jetzt hier wieder irgendwelche Monster, die hier ankommen. Man hört zwar meine Flashbangs, die ich gerade aufgesammelt habe, aber die speichern wir für später. Gut. Ah. Batterie wechseln. Und... Ach, klasse. Was ist mit dem Teil, brauchen die Viecher. Werden wir hier vorne gucken, was wir hier so drin haben. Schniekes 80er Jahre Auto. Nein. Member left. Player left. Member left. Player left. Okay, ich denke, hier gibt es noch sehr viel. Tunis Kappe, aber naja. Okay, das ist gut. Das ist definitiv sehr strange. Ich will hier schön drift über das Feld. Ah, nein, das ist gut. Ich denke, ich werde das ganze Tüten erstmal umfahren, bevor ich wieder aussteige. Das wird sich nur ärgern. Entschuldigung. Vorne nochmal entlang. Ich weiß schon mal. Da hinten noch. Da. War schon mal schneller gewesen. Ah, das gibt ja immer noch. Ah! Ups! So, ist er weg hier. Naja, die schwarze Macht greift es an, also müssen wir sie mit unseren Autos bekämpfen. Okay, nicht unbedingt so. Das ist schön. Riesengroße Menschen kann ich umfahren, aber Tore sind immer noch unzerstörbar. Was so.
Woods. Von einem verdammten Haufen. Wieder weg ins Game. Mal nachgucken, okay. Wo auch immer dieser nette Herr Barry geblieben ist mit meinem schönen Aufsteller, ich weiß es nicht, aber ich würde meinen Aufsteller gerne wieder haben. Deswegen ist mir auch das hier nicht zu wüst. I knew the brothers used to be some kind of rock stars. But it hadn't really sunk in until I saw the stage. Oh, die haben ihr eigenes Wacken gebaut, wie es aussieht. Und eine Zwischensequenz. Run! Incoming! There's too many of them! God damn! Was zur Hölle? Hey, wunderbar. So glad you decided to go it alone. Okay, und der Einfluss von Rock. Okay. Hey, Al. Blowing stuff around? This place is stopped. Al, I'll try to get the stage lights on. Ja, descend the stage. Das war so einfach, wäre. Ich habe gerade noch ein paar Flashbangs gefunden, deswegen wird das zu Ende gar nicht so schwer werden. Also erstmal hier eine Flashbang. Ups! Und diese ganzen Fans, die angelaufen kommen, ist ja schrecklich. Es scheint, als ob die alle gar nicht so böse Macht hätten. Weil die halt von dem ganzen Licht hier schon die ganze Nacht weggenommen sind. Oh, 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 was zur Hölle. Geil, 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 ich will das haben. Wenn das nicht meine Taschenlampe ist. So, Taschenlampe hier. Okay. Schön. Du da hinten auch noch. Batterie wechseln. Das ist fertig. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Ammo aufsammeln. Und eine Flashbang für meine Fans. Und tschüss. Mhm. Ein Revolver einmal. Was ist denn los mit euch, ey? Ich hab nicht so auf die Stage Dive machen wollte. Ah. Und Granate. So. Das war also nochmal gut hier. Ah, okay. So also eine Automatik-Schutz hinter mir hier auch. Was hast du hier zu haben? Bam! Weiter geht's.
Spiel Defender Stage. Daher werde ich das auch mal machen. So sollte Guitar Hero mal sein. Schön. That was awesome! Bright Falls, Rock and Roll Capital of America. Hey, Al! This way to the farm! Okay, auf zur Farm. Barry geht vor. Wenn das Barry hält, dann wird es mich auch halten. Wir sind immer noch auf der Suche nach meiner Frau und oh, mein Alan Wake Aufsteller. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Okay. Da muss ich hoch, von da aus kann ich steuern. Also klettern wir hier hoch. Springen hier rüber. Ah, nein, 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 nein! Okay, alles nochmal von vorne. Macht sich schon wieder lustig. Das gibt's nicht, oder? Das muss ein verdammter Bug sein. Verdammt! Was soll das? Okay, dann nochmal hochklettern. Also ich weiß nicht, wie lange ich schon streame. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Ah, okay, cool. Könnte er den Aufsteller hier nicht einfach liegen lassen? Okay, also aufmachen. Wow. Hallo? You look at that thing, Al. They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. Sleep. We all spend oh, the fruit of our dreams in the soft embrace. Man, memory. See, hey, living. Remember when I got you that gig? Your first real writing job. What got you started? Life. Was this one of your episodes? Tonight's episode. The Dream of Dreams. Eh, that's by someone else. We bring Mr. Jones. He explores the endless dreamscape. Der Typ scheint mich ja wirklich sehr zu mögen, dass er alle meine Sendungen kennt. Oh, like a battering ram. Okay. Kann ich mitnehmen? Was macht das jetzt? Oh oh. Eine gute Idee. Ich würde jetzt auch sehr gerne auf das Boot drauf springen, aber ich denke, das geht nicht. Von daher werde ich jetzt einfach wieder runter. Sofern mir das gleich irgendwie möglich ist. Oh oh. Was haben wir denn da? Bam, tot. Sehr stolz auf meine neue Taschenlampe, es geht alles doppelt so schnell. Jetzt werde ich mir das echt mal angewöhnen, dass ich diese Ausweichentaste benutze. Das ist ja eine Verschwendung, die ich hier mache mit den Flare Grenades. Oder Flares, oder wie auch immer. Oh oh. Okay.